Hinter dir liegt ein Karton mit Matten drinnen. Schau dir die oberste Matte darin an. Ich habe dich hierher gelockt, dass du nochmal die Matte überprüfst. Schau dir mal an, schau, ob die cool ist. Ich bin einfach bei Leo zu Hause eingebrochen. Und Leo schläft noch. Ist er da drinnen? Wieso schläfst du noch, Baby? Wir schlafen gerade im Stand. Du hast ein Stück Matte gekriegt. Yo, liebe Monkey Gang. Wahrscheinlich habt ihr es schon im Thumbnail oder im Titel gelesen. Es gibt Neuigkeiten. Es gibt absolut gute Neuigkeiten. Wir erfüllen uns einen lang erwarteten Traum. Wir können euch endlich zeigen, woran wir gearbeitet haben die letzten Monate. Und ja, bevor ich euch erzähle, was diese coolen Neuigkeiten sind, schauen wir uns die Reaktionen dazu von den einzelnen Jungs an. Und ich bin gleich wieder da. Let's go. Was heißt Hammer? Hammer? Hast du es bekommen oder was? Geschissen! Okay. Oh! Ist es das One Piece? Ah, du Hund! Du Hund! Nein! Ich muss den Schuh den ganzen Tag oder was? Geschossen. Das Gym ist fix. Geschleichtig. Ah! Scheiße, geil. 9.5. Geil, oder? What up, motherfucker? Das war so schwer jetzt für mich zu behalten, den ganzen Tag. Ja, dass ihr mich getrollt habt. Ah! Geschossen, oder? Oh, meine Rippen. Geil. 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 Haben wir einen eigenen Cage? Geschossen, oder? Ich komm mit, oder? Oh, wie geil, Alter. Wie geil, Alter. Oh. Was sagst du, Mausi, ha? Ma! Ma! Hey, gefährlich! Warum schreit deine Mama? Sie muss das wissen. Ma! Rucksack vergessen. Ich behalte mir die Matte, okay? Okay. Ich behalte mir die stinkerte Matte. Deine Frau weint schon. Ich weiß gar nicht, ob das Freudentränen sind oder. Scheiße, geil! Ich kann es gerade nicht glauben. Ist auch. Hast du ein bisschen Tränen in den Augen? Bro, das hat mich richtig erwischt, Alter. Ne, ich glaube, seit wie lange jagst du das? Oder wir, diesen Traum? 4 Jahre? 4 Jahre fast, oder? Das ist so, wie die neue Welt ist entdeckt worden. Jetzt ist es soweit. Wir haben ein neues Zuhause. Yes, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon verstanden. Es gibt ein neues Gym. Es wird ein neues Gym in Wien geben. Wir haben 2 richtig gute Partner, wahrscheinlich die coolsten Partner auf der ganzen Welt gefunden, die mit uns zusammen ein eigenes Kampfsport-Gym realisieren wollen. Das heißt, es wird ein Gym entstehen, das all unsere sportlichen als auch menschlichen Werte vertritt, alles, was ihr aus den Videos kennt, die Leute, die ihr aus den Videos kennt, all das wird dort mit einfließen und in dieses neue Ding gepackt. Wann es passiert, wo es passiert, wie es ausschaut, wer alles dabei ist, erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Heute wollen wir einfach nur feiern, dass es uns gelungen ist, das Ding umzusetzen. Ich freue mich, wenn ihr die nächsten Wochen dabei seid. Wir werden Videos von der Baustelle, vom Einrichten, von den ersten Trainingseinheiten und so weiter natürlich mit euch teilen. Es sind viele Tränen geflossen, es werden noch mehr Tränen fließen. Aber ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um mal euch Danke zu sagen. Euch allen, die regelmäßig die Videos schauen, die Videos teilen, die das einfach supporten. Ohne euch
wäre das alles gar nicht entstanden. Also euer Feedback, euer Interesse in den letzten Jahren hat uns halt so gezeigt, hey, Kampfsport in Wien, Kampfsport in Österreich ist doch etwas, was die Leute interessiert. Es gibt Leute, die Bock haben auf Kampfsport, sei es auf Veranstaltungen, auf Training oder einfach nur ein Teil der Community zu sein. Und genau dieses Interesse hat uns eben motiviert und das ganze Ding irgendwie vorangetrieben. Deswegen danke euch, ich liebe euch, alle. Und wenn es dann soweit ist, hoffe ich, dass ihr alle die Chance nutzt. Ich bekomme immer wieder viele Nachrichten, hey, wo kann man mit euch trainieren? Und in Zukunft kann ich ganz klar sagen, komm einfach ins Gym, Bro. Komm ins Gym, Bro. Wir müssen reden, Bro. Deswegen danke euch allen. Ich liebe euch. Bis bald. Geil, Alter. Ist eine geile Idee, so die Leute zu verarschen. So riech einmal dran, weißt du? So, du drehst so dich so, was bist du schon wieder mit den Matten, oder? Ich dachte, du bist schon wieder Matten fragen. Du hast mir letztens so 5-6 gefragt. Weißt du? Schau mal, weißt du, wo wir hier sind? Keine Ahnung. Willkommen in unserem Gym. Nein. Ja. Ich hab mir schon gedacht, Alter, fuck! Das ist der Einzige, der es noch nicht weiß. Wir haben vor 3 Wochen einen Mietvertrag unterschrieben. Nein! Nein! Ich denk mir schon, was für ein Film-Equipment holen, Alter, fuck, Alter. Wie geil ist das? Zack, ja. Bitte, geh vor. Geh vor. Okay. Der Leo dachte, das ist das Gym, wo wir jetzt gerade sind, der Raum. Na da, oder? Genau, da ist das. Oh, ey, ja. Das ist ein neues Gym. Bist du deppert?